Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es um Exaya Photo, wie ich das versprochen hatte und im letzten Video auch gesagt habe. Da möchte ich euch einen kleinen Einblick verschaffen. Das ist jetzt mein vierter Versuch. Ich habe leider ein paar Probleme mit OBS, dass er da immer abstürzt, also die Aufnahme zumindest. Irgendwie etwas merkwürdig. Naja, wie dem auch sei, wir wollen jetzt mal versuchen, dass das jetzt klappt. Deswegen gehen wir mal auf den Desktop. So, hier sind wir jetzt in Exaya Photo. Das ist ähnlich wie Lightroom, aber davon nur die Bildverwaltung, also nur der Katalog. Also keine Bearbeitung von den Bildern, sondern halt eine reine Suche. Nur, dass ihr hier halt spezifische Begriffe selber noch hinzufügen könnt und Exaya Fotos Foto die Bilder analysiert und dementsprechend dann hier auch schon Suchbegriffe hinzufügt. Wie ihr hier seht, das ist ein ungesättigtes Bild, das ist sehr dunkel, da ist ein Tier drinne, da ist ein Hund, Säugetier und Haustier. Ja, also das sind die Begriffe, die er hier erkannt hat. Hier könnt ihr natürlich auch selbstständig noch Suchbegriffe hinzufügen. Zum Beispiel Sofa. Ja, das ist hier, liegt hier halt auf dem Sofa. Ja, oder hier zum Beispiel ein Fahrrad. Ja, das habe ich selber hier hinzugefügt. Fahrzeug passt da auch. Ist auch dunkel und ungesättigt. Sind natürlich keine bearbeiteten Bilder. Ja, dann habt ihr hier halt die Möglichkeit, zum Beispiel Gesichter zu suchen. Ja, wir wollen halt zum Beispiel zwei Gesichter oder halt eine Gruppe. Eine Gruppe habe ich jetzt nicht. Ja, dann halt Erwachsene. Ja, oder halt Senior, Teenager, Kind, Baby. Ja, also wenn er hier zum Beispiel Hochzeiten fotografiert oder so, mehrere Gesichter, ne, könnt ihr halt hier spezielle eingeben. Oder halt bei der Taufe oder so, Baby zum Beispiel. Wenn er da Fotos macht, könnt ihr männlich, weiblich suchen, ob die lachen sollen oder nicht. Ja, das könnt ihr hier halt alles separat eingeben. Dann macht er Suche starten und dann seht ihr das Ergebnis. Wenn die Bilder natürlich dementsprechend auch richtig zugeordnet sind. Ja, er macht halt schon, ja, schon größtenteils die Sachen schon ganz gut. Allerdings ist das auch nicht immer alles so hundertprozentig. Ja, wir können hier mal zum Beispiel hier draufklicken. Das ist eine Light Painting, sagt er hier. Ein Getränk. Getränk ist es auf keinen Fall. Na, also das müsst ihr rausnehmen. Genauso wie Wein ist es auch nicht. Lebensmittel ist es auch nicht. Na, der Rest, der würde passen. Na, hier passt das eigentlich soweit. Ja, Feuer stimmt auch. Und was hat er hier gefunden? Mond hat er auch erkannt. Na, da müsst ihr halt separat die ganzen Keywords überprüfen. Nicht jetzt für jedes Bild. Ihr könnt hier halt auch mehrere Sachen anklicken. Ja, und dann halt hier direkt speziell die Sachen einstellen. Ja, wenn er da halt. Naturereignis passt natürlich nicht. Nachthimmel passt auch nicht. Ja, hier sind zwei Suchbegriffe, die ich schon selber da eingefügt habe. Natur passt hier auch nicht. Ja, Feuerwerk kann man machen, weil das war ja diese Wunderkerze. Ja, und dann müsst ihr dann halt überprüfen, ob das alles stimmt. Am besten macht ihr sowas natürlich, wenn ihr noch nicht wirklich viele Fotos habt, dann geht das natürlich zügig voran. Ansonsten müsst ihr euch halt mal einen Tag hinsetzen und das halt dann natürlich noch mal ein bisschen separat und genauer drauf eingehen. Dann habt ihr hier halt Sammlungen, könnt ihr hier selber erstellen. Das sind alles selber erstellte. Dann könnt ihr hier Gruppen erstellen. Ja. Hab jetzt hier natürlich überall noch nicht wirklich was drin, nur Tiere. Ja, und Natur, glaube ich. Nee, irgendwas hatte ich noch. Oder doch nicht. Nee, habe ich wohl noch nicht. Ich bin halt, wie gesagt, noch dabei. Ja.
Da kommen die ganzen Bilder dann halt rein. Da müsst ihr dann halt mal durchgucken, ob das alles so stimmt. Na, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel nach Schlüsselwörtern sucht, zum Beispiel Tiere und dann Vogel und dann Amsel wollen wir mal nachsuchen. Da soll Grün dabei sein, zum Beispiel Wiese oder so. Na, dann findet ihr auch die Amseln mit Grün drin. Das hier auch eine Amsel? Ne, das ist keine Amsel. Das ist zum Beispiel hier ein Rotkehlchen. Müsst ihr hier halt dann noch rausnehmen. Da müssen wir hier mal rausgehen, schließen. So, genauso wie hier. Das ist eine Elster. Das passt natürlich auch nicht. Das hier ist zum Beispiel ein Rotkehlchen. Ja, damit er das dann halt das nächste Mal weiß. So, entfernen. Von der Sammlung entfernen. Ja, dann halt hier. Na. Das ist auch keine Amsel. Eine Krähe ist es auch nicht. Das ist eine Elster. Ja, und dann entfernt er die auch hier aus der Sammlung. Ja, damit er da halt auch wirklich nur die Amseln habt. Obwohl das hier ist, glaube ich, auch keine. Das ist eine Krähe, ne? Ja, das ist eine Krähe. Oder Rabe, wie man das auch nennt. Da müsst ihr dann halt nacharbeiten, weil so hundertprozentig erkennt Photo-Exa ja das natürlich leider nicht. Ja. So, dann entfernen wir das auch. So, dann habt ihr halt hier, wenn ihr draufklickt, hier auch den ganz normalen Fotostream. Und genauso wie das in Lightroom ist. Ihr habt hier das ganz normale Histogramm. Und dann unten scrollt, habt ihr hier auch die ganz normalen Fotoinformationen, also die EXIF-Daten. Wie ISO, Blende und all so ein Zeug. Ja, ansonsten. Ach so, das wollte ich euch auch noch mal kurz zeigen. Hier habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, Sterne zu vergeben, damit er das auch findet. Zum Beispiel ein Stern für unbearbeitet, aber könnte was sein. Zwei Sterne, was weiß ich. Ne? 5 Sterne zum Beispiel für fertig. Ja, und dann könnt ihr noch Farben vergeben, wie ihr es wollt, die Suche eingrenzen. Ja, das habt ihr hier natürlich. Ja, könnt ihr sortieren nach Name, Erstellungsdatum, Sterne. Ja, oder halt hier direkt einen Suchbegriff eingeben. Ja, ihr könnt hier die Fenster natürlich auch groß und klein machen. So, hier unter Ergebnis habt ihr die letzten Suchbegriffe. Ja, da könnt ihr dann halt direkt draufklicken. Dann Ordner, wie gesagt, hier hinzufügen. Dann macht ihr euren Katalog dann. Wenn ihr jetzt neue Bilder gemacht habt und ihr kopiert die selbstständig dann irgendwo hin, zum Beispiel in Fotos 2021, Datum dann von heute, macht ihr Rechtsklick, synchronisieren, na, damit er halt die neuen Bilder da auch analysiert. Dann sagt er Start. Na, Fotos, die weg sind, soll er auch entfernen. Ja, und dann seht ihr hier oben halt den Balken laufen. Ja, so geht das dann auch, wenn er das erste Mal das macht. Guckt jetzt natürlich die ganzen Bilder durch, aber das geht jetzt so relativ schnell. Ja, nur halt, wenn er da halt wirklich zum ersten Mal das macht und eure 13.000 Bilder da reinladet oder mehr, dann dauert es natürlich ein bisschen. Der ist ja jetzt gleich schon durch. Danach werden dann halt die neuen Bilder, die er gefunden hat, analysiert. Die Schlüsselwörter hinzugefügt. Ja, hat jetzt nichts gefunden, ne, weil auch nichts Neues hinzugekommen ist. Also so funktioniert es dann. Ja, ansonsten haben wir hier eigentlich nichts mehr, was so wichtig wäre. Ich habe es euch hier halt gezeigt.
Ihr könnt direkt nach Personen suchen. Ja, müsst ihr halt ein Bild anklicken. Dann könnt ihr ja auch noch. Ja, das habe ich ja auch noch gar nicht geguckt. Für eine Person. Aber bei dem Bild funktioniert es natürlich nicht, weil da sind keine Personen. Müssten wir mal nach Personen suchen. Gehen wir noch mal kurz. Machen wir noch mal so starten. Können wir ja jetzt hier mal draufklicken. Ja, da hat er auch die Person gefunden. Ja. So, hier könnt ihr dann nochmal Stichwörter hinzufügen. Maximale Anzahl. Ganze Datenbank. So, okay. Suche starten. Also will ich mal Suche starten. Ah, wunderbar. Das kann ich jetzt auch noch nicht. Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Schön, schön. Ja, also das ist natürlich noch eine Funktion, die ich noch nicht kannte, noch nicht probiert habe. Ansonsten habt ihr hier oben natürlich das Standardzeug, Einstellungen. Ja, wo ihr hier halt separat nochmal Sachen einstellen könnt. Ja, für die Sammlung. Metadaten. Welche er suchen soll. Label, das sind halt die Farben. Könnt das halt mit Dropbox verbinden oder Google Drive. Ja, und das ist halt die Lizenz. Ja, das ist eigentlich PhotoExire, also recht komplexe Suchfunktionen hat das Programm. Und ihr könnt halt, weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, weil das ist schon die vierte Aufnahme. Rechtsklick machen und dann halt direkt von hier aus das nach On-One-Photo Plus, Fotoraw zu schicken oder Lumina AI oder halt Topaz, die Noise AI, um das halt direkt zu bearbeiten. Ja, weil das wäre natürlich blöd, wenn das nicht gehen würde, weil das sucht er hier was raus und dann muss das dann halt trotzdem suchen. Ja. Da wäre dann natürlich der Sinn verfehlt. Unter Windows ist das halt genauso, nur da, wenn er das unter Windows benutzt, müsst ihr vorher auf dem Desktop, wenn er auf ein Bild klickt, Rechtsklick mal machen und dann vorher mal die Programme, die ihr habt, wie Lumina AI, falls das nicht hier auftaucht, unter Öffnen mit, müsst ihr das selbstständig mal vorher einbinden, damit er das hier dann natürlich auch hat. Bei Mac ist das ein bisschen anders, da hat er die Sachen schon drin. Von daher braucht das hier nicht machen. Also ich muss es zumindest nicht machen. Ja, das soll es eigentlich soweit gewesen sein. Die Aufnahme scheint diesmal auch im Kasten zu sein. Deswegen gehen wir jetzt mal zurück die große Ansicht. Und ich würde sagen, ja doch. Ich wollte nur gucken, ob es noch funktioniert. Funktioniert noch. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen, Tipps oder sonstige Sachen, gerne unten in die Kommentare. Wir sehen uns dann halt im nächsten Video. Dann geht es dann ein Kurzeinblick über Lumina AI. Und danach kommt On-One-Foto RAW. Und die neueste Topaz werde ich mir auch nochmal mit euch zusammen genauer anschauen. Und dann haben wir eigentlich die Programme durch. Obwohl Helicon Focus Pro können wir uns dann natürlich auch nochmal anschauen. Ja, das soll es dann gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bye bye.